Arcani ist schon wieder gone, ist tot. Alter, die ist so steil, Mann. Da stirbt man auf jeden Fall bei. Au! Oh! Ja, Mann! Ich find's sauer, dass das Petrit jetzt gebannt ist, wirklich. Geil, Mann, wie geil, dass Petrit einfach gone ist, Mann. Wir grinden vom Ernst des Lebens zurück in den Kindergarten, der sich Minecraft nennt. Alter, let's go. So, Craft Attack. Let's go. Was geht ab, Alter? Spark ist auch live. Ich möchte ganz normal mit Spark was absprechen, weil Petrit ist wieder gebannt worden. Weil ich da wohl was mitbekommen hab. Spark, mein Gutes, da frohes Neues erstmal. Jo, Revi, wünsche ich dir auch. Alles fit bei dir, Mann? Ja, aber das geht schon. Was ist hier mit Petrit passiert, Alter? Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Der war ja ultra weit weg. Ist er schon wieder zurück? Ist er gebannt worden? Nö, wieso? Leute schreiben mir, er wäre gebannt worden. Warte mal. Es gab doch hier das Ding, wenn er stirbt, dann ist er doch gebannt auf dem Rückweg. Ist er gestorben? Ist er gestorben, Chat? Look at this dude. No, 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 no. Oh! Ist er gestorben? Ich weiß es nicht. Also, Early hat was automatisches anscheinend einprogrammiert und. Ja, ist er. Ah, okay, er ist gestorben. Bruder, okay. Zu wild. Zu wild. Ich weiß aber nicht, für wie lang, weil das ist ja schon ein paar Tage her und der sollte ja nur bis zum 1. oder so, kann das sein dann? Oder hat er einfach 3 Tage? Ich glaube, er hat 3 Tage gekriegt, nachdem er gestorben ist. Wie funny, oder? Also schon ein bisschen lustig. Ich meine, dann hat die Strafe doch eigentlich ganz gut funktioniert, Spark. Ja, hat funktioniert. Also du meinst ja, so, die waren nicht so hundertprozentig deins, aber eigentlich, also ich meine, dadurch, dass er jetzt gebannt ist, also ich bin damit voll happy jetzt. Ja, alle schreiben so mir wieder dein Haus. Ja gut, dann war es jetzt aber nicht Petrit, weil er konnte ja nichts machen, denke ich. Nee, aber ich find's geil, ich find's irgendwie nice. Also ich find's ganz ehrlich, Spark, du freust dich auch ein kleines bisschen, bist du auch glücklich. Was hier passiert? Was ist los in dem Haus? Och nein, Alter. Jo, geil. Geil, Mann. Geil, Alter, ich lieb's ja. Arcani ist schon wieder gone, ist tot. Spark, wie soll dieses Projekt hier ausgehen, Alter? Wie soll das hier enden? Solange bis keiner mehr spielt. Hunger hat mein Haus was? Hunger? Och Mann, Arcani ist gone, Leute. Holy shit. Wie viele Arcanis sind jetzt bei dir schon flöten gegangen? 10? Also ich habe ein paar Arcanis theoretisch noch irgendwo hier. Einfach nur belastend halt, weißt du? Also halt einfach nur... Ja, dann hätte ich so machen können, einfach, wenn ich das gewusst hätte, einfach wieder Arcani hinzufügen. Weißt du, 9 Fuchs, würde dir gar nicht auffallen. Nenn ihn einfach Arcani. Ja, ja, das ist wirklich so. Wer war denn das, Leute? Wie so eine Mom, die dem Kind nicht beichten will, dass der Goldfisch gestorben ist, einfach schnell einen neuen besorgt. Hat sich scheinbar wieder bewahrheitet. Mein Hund, mein Haus, alles aus. Geil, Mann. Geil, Mann. Kunga war es oder Rotpilz? Perfekt, Leute. Nee, ich werde es auch hier nicht sprengen. Ich werde einfach wieder so tun, als wäre nichts gewesen. Als wäre ich komplett zufrieden mit der Situation und lass mir hier nichts anmerken, Leute. Das passt. Spark, Alter. Also Leute, heute wird eine relativ entspannte Session. Craftwerk auch nicht allzu lange werden. Ich denke mal, ich brauche jetzt eine halbe Stunde am Wasserpark. Ich wollte nur noch mal schnell hier checken, was am Server abgeht. Ab übermorgen bin ich wieder ein bisschen aktiver bei Craftwerk. Ich war jetzt auch Silvesterfeiern, Alter und alles und so weiter und so fort. Und morgen sowieso arg, Leute. Richtig Bock drauf. Spark, du bist auch Sicherheitsinspektor, Spark, oder? War das nicht G-Time oder irgendwie so? Ich bin die Stimme der Vernunft. Würdest du da sagen, als Stimme des Vernunfts ist es deine Aufgabe zu überprüfen, ob ein Wasserpark TÜV geeignet ist oder nicht? Der Wasserpark was? TÜV geeignet? Ja, ja, also ob der tendenziell... Ich kann mal als Test Fahrer rumfahren, gib mir einen Gummiknautschhelm und dann... Gummiknautschhelm. Normalerweise schickt man immer so Dummies runter, ne, so Rutschen. Das machen wir jetzt an der Stelle hier einfach mal nicht. Dachte einfach, wir nehmen direkt jemanden, der auch... Der jetzt einen Villager ein Boot reinpacken können. Oh, damn, das ist eine... Oh, Spark. Das ist eine sehr gute Idee, actually. Die Rutsche, die sieht sehr safe aus, Mann. Da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Ich bin gerade dabei, einen Kaktus-Tower zu bauen, der den von Max in Schatten stellt. Nein, reicht nicht. Ich werde... Also der wäre auch einen Keller drin, aber ich werde... Das darf er nicht wissen. ...weniger reinmachen, als die von Max. Einen? Ich hab bis zum Bedrock runtergegraben, so einen großen Chunk und füll den gerade komplett mit Kakteen auf. Also du machst wirklich bewusst genau einen weniger? Ja, also ich möchte nicht übertrumpfen, ich mach genau einen weniger. Alter, das ist ein Ehrenmove. Das ist ein riesiger Ehrenmove, weil du weißt doch, wie unglaublich dünn Max Ego ist. Und du weißt, dass der Kaktus Tower wirklich alles ist, was er hat. Also er hat an Weihnachten seiner Familie davon erzählt, ne? Oh, hasta las 2 de la noche limpiando, fregando, fridora, planchadito, toi. Echt jetzt? Spark ist nicht unwahrscheinlich, sagen wir es so. So funny gewesen, als jemand bei mir in meine Kommentare, ich habe ja gesagt, ich baue einen Wasserpark hier. Und dann meinten alle so in den Kommentaren, die armen Leute, die wirklich denken, dass er jetzt einen Wasserpark baut. Revi baut eine Rutsche, dann macht er das nächste Projekt, der Holzkopf. Und so ist es. Nein, Leute, diesmal wird der Wasserpark gegrindet. Inshallah. So, ja, schade, Mann. Ich komme wieder in mein Haus, Alter. Arcani wieder tot. Maximal nice. Irgendwas wieder kaputt, Spark. Es ändert sich auch nichts, weißt du? Es ändert sich auch nichts. Also war es diesmal wirklich jemand? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand schon wieder random hingeht, einfach den Fuchs tötet. Also vielleicht ist irgendwie, war irgendwas nicht safe in dem Gehege oder so? Ist er irgendwie ausgebüxt oder irgendwie sowas? Ich kann mir jetzt echt nicht vorstellen, dass er wieder... Ja, weiß ich nicht. Es gibt diese Menschen, Spark. Aber der eine, der ist...
gemacht haben könnte, ist halt gebannt, ne? Ja, eben. Also ich wüsste halt nicht. Er kann ja noch gelebt, als du das letzte Mal da warst, wo er gebannt wurde. Also er war es halt nicht. Ja, aber ich war es ja selber auch nicht. Es wäre auch retarded, wenn ich selber gewesen wäre, wa? Richtig. Wer steckt dahinter? Akani kann 4 Blöcke hochspringen. Nein, Leute, da war aber nichts. Da war doch Wasser. Das Wasser habe ich aber auch nicht dahingesetzt, tatsächlich, glaube ich sogar. Also ich sage jetzt mal, glaube ich, weil ich mir nicht ganz sicher bin, aber. Jetzt habe ich ein Problem, Leute. Wie mache ich jetzt hier weiter, ohne dass hier Wasser drüber läuft? Das wird natürlich jetzt schwierig, ne? Scaffoldings wahrscheinlich, oder? Ja, Mann, ich mache mal ein paar Scaffoldings einfach. Perfekt. Ich habe die Elytra ausgezogen und bin einfach runtergesprallen. Ist maximal klug. Nö. Eine Kurve in der Rutsche, Leute. Wenn ich jetzt hier eine Kurve reinballer, dann ist derjenige, der hier raus, also der diese Rutsche rutscht, der verliert sein Gehirn. Der ist dead. Ich habe jetzt schon Probleme mit dem TÜV und Ordnungsamt hier, Leute. Hey, Leute, die Rutsche war komplett blau. Wir wissen alle, dass es genau das ist, was Reefed im Flitterwochen machen wollte, einen Wasserpark bauen. Oder Spark ist doch so eine Sache, die man eigentlich gerne in Flitterwochen macht. Wasserrutschen, jo. Kann man nichts Besseres vorstellen, als die Flitterwochen mit schweißtreibender Arbeit zu verbringen. Ja, Mann. Ich weiß wenigstens, wie es läuft, Junge. Flitterwochen mit der Familie, alright. Ja, jetzt, also, nein, jetzt, Chat. So war das jetzt nicht gemeint. Wir sind hier nicht im Saarland, Alter, entspannt euch. Kommst du aus dem Saarland? Nee, ne? Ich dachte in Alabama oder so. Alabama, Saarland. Aber oh, bestimmt fühlt sich jetzt jemand getriggert wegen dem Meme. Leute, das wird nicht die einzige Rutsche hier bleiben, ne? Wir machen noch eine Trichterrutsche und sowas und maybe noch was mit Joe zusammen. Das war eigentlich eine ganz gute Idee von Spark. Eine Feschrutsche. Oh, nice, Leute. Gibt eine mehr Ideen? Revi, Junge, warum ist dein Schiff plötzlich da unten im Weg? Nicht im Weg, das... Ich bin voll draufgefallen. Bro, das ankert da. Frohes Neues erstmal. Ja, frohes Neues. Aber ich bin gestorben jetzt. Du bist lang nicht mehr gestorben, ne? Ja, geht. War ja auch lang nicht mehr online, ne? Na gut. Der ehrliche Bruder. Willst du gleich mal testrutschen, Kevin? Ja, ist die denn breit genug? Nicht, dass ich stecken bleibe. Breit genug ist die. Ob die sicher genug ist, ist eine andere Frage, Alter. Aber du weißt, ich habe ein paar Kilos zugelegt. War ja Weihnachten, ne? Wir wollten schon als Testdummy verwenden. Digga, du weißt, dass ich jetzt schon schwerer bin. Weihnachten und so, ne? Was schätzt du, was du jetzt wiegst? Boah, ich glaube 50 Kilo mehr, ey. Also 490? Ich habe nur bei meinen Eltern gefressen. Ja, Bro, aber das ist normal, Alter. Ich habe zu meinen Eltern gesagt, wenn es kein Essen gibt, fahre ich wieder nach Hause. Und was haben sie gesagt? Fahr wieder. Wir können es das nicht leisten. Nee, die meinten ja, Weihnachten ist doch eigentlich das Fest der Liebe für die Familie und so. Du so gesagt, halt deine Fresse, Alter. Essen jetzt. Ich hab gesagt, macht Essen, sonst geht's wieder. Kann ich auch zu Hause Weihnachten feiern. In den Berg musst du ein random Rutschmuster rein. Ja, safe. Wir bauen jetzt erstmal hier aus. So, Leute. Jetzt einfach mal Folgendes. Ich mach jetzt mal da oben die Wand auf. Und dann rasen wir mal kurz runter. Und check mal, ob und wie das hier funktioniert. Hier muss auf jeden Fall noch Wasser rein. Das machen wir jetzt noch schnell. Und das wird natürlich hier nicht so bleiben, Leute. Das wird natürlich so hier nicht bleiben. Das wird natürlich noch richtig gemacht. Und hier kommt auch noch ein kleines Gefälle rein. Aber jetzt erstmal mache ich es jetzt erstmal so, um zu gucken, wie man von oben mit der Rutsche abgeht. Alter, das ist so steil, Mann. Da stirbt man auf jeden Fall bei. Na, wenn man im Boot sitzt, kann man ja egal wie tief fallen, ne? Kann ich dir ganz falsch haben. Das werden wir sehen, Spark. Vielleicht setze ich genau mit dieser Rutsche irgendwelche physikalischen Gegebenheiten in Minecraft so außer Kraft, dass... Man weiß es nicht, ne? Ich wollte eigentlich alle Leute, die hier hinkommen im Park, hier umbringen, damit hier keiner Spaß hat. Jetzt geht's ab, Leute. Großer Rutschentest. Eigentlich brauche ich jetzt diesen Fettsack von Galileo. Ich brauche Funda... Jumbo, oder? Ich brauche Funda Funroy. Die geht immer in die Rutschen rein. Jumbo ist aber, glaube ich, irgendwann verstorben schon, ne? Was? Ja. Nein. Ist Jumbo tot? Nein. Auch, oder? Nein, ist ja nicht. Mal googeln. Ich hab da auch mal nachgeguckt, aber ich bin mir sicher. Also ich bin mir sicher, ich hatte gegoogelt, ne? Jumbo Galileo. Der lebt noch. Lol, dann wurde ich damals geprankt. Also ich bin mir sicher, ich hatte gegoogelt oder habe ich das mir verwechselt? Guck mal, als zweites wird direkt Jumbo Schreiner tot vorgeschlagen. Vielleicht gab es mal so ein Hoax, war wieder so, weißt du, so Promi XY ist tot, obwohl das nicht stimmt. Gibt's ja immer wieder mal leider. Junge, der hat sogar eine eigene Modelinie. Für fette Leute? Ja. Heißt die. Guck ich mir direkt mal an. So, Leute, jetzt geht's los, der große Rutschentest, Leute. 1, 2, 3 und go. Oh, ich muss mir angucken. Au! Ja, Mann! Hammer, Digga! Ja, man muss noch die Wände auf jeden Fall was höher bauen. Aber lügt. Ach, das Leute. Ist so eine, wo man mit so einem Boot runterfährt. Krass. Ja, man kann auch ohne Boot. Aber actually, ah, sieht schon nice aus, ne? Sieht schon ganz geil aus eigentlich. Und die geht dann halt hinten nochmal runter. Nice, Leute. Sehr stark. Mein Haus. Dicker Watten für mein Haus, Alter. Kevin, du hast noch Geschenk für mich, oder was meinst du? Ja. Willst du mal hier hinkommen? Ja, geil, Leute. Also wir fassen mal kurz zusammen, was diese Folge passiert ist. Rutsche. Prototest wahrscheinlich, oder? Probelauf, leave. Ich komme in mein Haus, Akani ist wieder tot. Nice. Patrick ist komplett gebannt. Nice.
Finde ich persönlich eigentlich stark, muss ich sagen. Ist komplett gebannt. Ja, nicht komplett, aber jetzt... Ist der gestorben, oder ja, wie? Ja, sau nice, Mann. Sau nice einfach. Ich finde es sau nice, dass Patrick jetzt gebannt ist, wirklich. Kommt das in die Folge? Das kommt safe in die Folge. Ja, was Kevin, komm ran hier. Ruhe, ne? Ja, Alter. Ich bin alles am Vorbereiten, Moment. Ich kann ja so entspannt hier am Grinden, Leute, bin ich hier. Das ist so nice. Geil, Mann, wie geil, dass Patrick einfach gone ist, Mann. Leute, Ausrufezeichen Prime, wenn ihr gerade auch geiles Jahr habt. Perfekt. Digga, was ist das für eine krasse Hütte? Das ist unsere Fesch-Hütte. Boah, hier ist sogar schon ein richtiger Whirlpool, ey. Warte mal, ich zieh mal meine Rüstung aus. Ja, Bro, warte mal, hier ist kein Chlor drin. Mach mal bitte nicht, Kevin. Oh, Kevin, nee. Kevin, bitte nicht. Reeves hat keinen neuen... Kevin. Nee, jetzt komm, hör mal bitte. Mach mal jetzt, ja, Alter. Tut mir leid für den Urinfleck. Findest du die Rutsche? Die ist groß, da passe ich auf jeden Fall rein. Okay, was hast du für mich mitgebracht, Alter? Beenden wir es hier. Alter, Raketen der Ehrenbruder. Ja, Mann. Ja, dann kannst du schneller zurückfliegen, ne? Ja, yeah, Mann. Vielen Dank dir, Bro. Ja, Kevin, das hier ist unsere Ressortwelt. Ich führe dich kurz rum. Komm mal mit. Eine Saunawelt? Eine Ressortwelt. Hier unten, guck mal hier. Das Korallenriff, wo man schnorcheln gehen kann. Alter, wie geil sieht das denn aus? Wer hat das gebaut? Du und Spark oder was? Nee, ich und Reefed. Oder Reefed und ich. Du hast mit Reefed das hier gebaut zusammen. Ja, meine Frau, Alter, natürlich. Ich bin nicht mit Revier in den Flitterwochen. Und das stört mich immer noch, Spark. Bin ich ehrlich, Alter. No sexual an der Stelle wieder, aber stört mich. Kevin, möchtest du eventuell hier auch ein Haus haben? Ein kleines Urlaubshäuschen? Ja, möchte ich haben. In unserem Urlaubsresort? Perfekt, dann bauen wir dir auch eins. Machen wir. Easy. Auftrag okay, ist angenommen. Okay, ich flieg wieder zurück. Gut, Leute. Dann fahr ich jetzt auch hier los. Wir haben auf jeden Fall alles erreicht, was wir erreichen wollten. Wir haben die Rutsche soweit durchgegrindet. Das sieht auf jeden Fall schmack und hastig aus. Und Leute, Patrick ist gone. Also das ist ziemlich geil. Die Rutsche, die ist auf jeden Fall nice geworden. Die ist sehr schön. Hier mal in der Gänze zu sehen, Leute. Und ja, an sich würde ich sagen, Mann, gucken wir, dass wir uns auf jeden Fall morgen Abend wieder bei Craftwerk sehen. Und ich gehe jetzt rüber Sims spielen. Jungs, macht's gut, bis später, ne? Macht's gut, ciao, ciao.